steht ja schon wieder einer neben mir. Ich höre das doch. Wo ist das Messing jetzt? Da. Ist nicht schlecht. Ja. Schönes Salz, schönen Salto hat er gemacht. Oder hast du dir ein Minimotorrad mitgebracht? Oh, ich bin mit Ruder gefahren. Du bist damit runtergefahren? Du bist, bist mit dem Moped durch mein Haus gefahren? Er sah aus wie eine Straße. Ja, ja, du mich auch. Mein H1 fährt im Hühnerstallmotor. Ja, genau. Gut. Mal gucken, ob ich wieder die Treppe hochfahren kann. Ja, das will ich jetzt aber auch sehen. Meine kleine Treppe. Hast du es durch? Ja, ja. Bis unten. Ja, dann gib mal Gas. Alter, da bin ich ja zu Fuß stehen. Oh, diese Abgase. Alter, du müllst mir hier meine... Hallo, weißt du, das ist überhaupt gar nicht gesund und so. Alter, zu Fuß wäre ich schneller. Komm, mach mal, hin jetzt. Komm, hopp. Eins. Mein Gott, ich weiß schon, warum ich das hier gerade noch unten aufbagger, damit das hier zweispurig ist. Herrschaftszeit nur eins. Das, guck dir mal die lahme Kröte an. Ding, 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 ding. Fassbar. Echt mal. Weißt du, ich komme heute nicht mehr zum Händler, bis H1 oben ist, ist dazu. Also, ich glaube, ich buddel mich dahin. Das geht schneller. Weißt du? Komm. Eins. Ich gebe Vollgas. Gib Schub. Gib Schub. Drück mal Shift. Ach, machst du schon. Ja. Soll ich schieben oder was? Mann, Mann, Mann. Er ist erstmal zufrieden, weißt du. Oh, ihr habt euch ja ein richtiges Haus da unten gebaut, Koffi. Ey, du baust nebenbei noch Fels ab hier. Die haben sich unten eine richtige Hütte gebaut. Alles mit Holz verkleidet. Reus schreibt erstmal Ausrufezeichen tanken. Ja. Ja, das ist hübsch. Da ist ja jede Oma schneller als er. Eins können wir das Ende schon. Alter, weißt du, wie weit das noch ist? Lass mich doch wenigstens mal vorbei. Sag mal, ich. Kommst du vorbei? Warte, warte. Ich buddel mich an dir vorbei. So. Ich meine, man ist ja schon zu Fuß nicht schnell, aber. Also mit dem Motorrad des Hauses nicht immer die beste Idee, stellen wir fest. Also runter geht schnell, aber ich steige jetzt nicht ab, weil nachher passiert irgendwas anderes. Nichts Gutes, also bleib gefälligst drauf sitzen. So, ich mache hier oben mal eben zu. So, also das hier ist meine Hütte. Genau. Hier, ich sollte ja mal einen kleinen Rundgang machen. Für Hotz. Oder so überhaupt auch für alle anderen. Also das hier ist mein trautes Heim. Hier mit Garage und so. Wohnzimmer. Küche. Und ja, das hier ist eigentlich so der Hauptbereich. Lager und so. Ich wollte zum Händler und das Ding da abgeben. Genau, das wollte ich. Das mache ich jetzt. Alter, wieso regnet das denn schon wieder? Oh, ich hab's geschafft. Ich bin oben. Was war? So. Dann gehe ich euch mal zeigen. Also das da. Die Hütte da. Da wohnt der Uben. Also zumindest, ja doch. Da hat Uben sich eingerichtet. Aber noch nicht lange da. Ach, und ich muss essen. Ich gerade fest. Na gut, ich gehe zum Händler, da gibt es bestimmt was. Dem kannst du ja nebenbei die Räder abmontieren. Ja. So ungefähr. Genau. So, hier ist eine alte Schule. Und hier im Poopy Pants Daycare, da hat Breide sich sein Loch gebuddelt, sagt Ingo. Also irgendwie ist das Breides Bude, aber der ist gestern. Ja, dann nur ein Loch, wo der bleibt. Ich wollte ja auch nur irgendwie in Sicherheit sein. Ja, und das hier ist, man kann es erahnen. Das ist dem Villa von Ingo und Koffi. Ich repariere euch mal kurz ein so ein Teil hier da von euren Bikes. Geht aber kurz rein. Gucken wir mal hier, machen die Tür wieder zu. Jo, hier ist noch eine Mod für dich. Ja, das ist eine Mod. Also das Häuschen haben sich halt Ingo und Koffi ausgesucht. Da ist die Mine. Oder zwei, sind es zwei Minen? Ey, hörst du mal auf mich zu schießen? Menno! Ja, das ist mein Grundschuh, da kann ich mal, was ich will.
Ja, aber ich will doch den Leuten im Stream hier, bringt dir ja nichts, wenn du mich jetzt erschießt, dann sehen die Leute im Stream doch nichts mehr. Scheiß Reporter, ich knall die Tür. Solange du mir nicht eine mit der Taschenlampe rüberziehst, wie der Dingsprinz da. Oh, was ist das denn Schönes? Ui. Das hat mit Sicherheit Coffee angelegt. Ich glaube nicht, dass irgendwo einen grünen Daumen hat. Aber brauchen die denn keinen, oder haben sie, ach ja, die haben ja Licht. Dann brauchen die Licht. Das Gebäude hat er gebaut. Innen drin habe ich. Ja. Ja, das innen drin weiß ich ja, mit den ganzen Pflanzen und so. So, mal gucken, wie das hier aussieht. Hallo? War hier noch nie drin. Noch nichts angefangen. Also fast nichts. Einen neuen Deck haben wir wohl durchgezogen. Okay. War ja auch eine coole Bude. Alter, jetzt holt er wieder seinen Knüppel raus. Ich habe auch einen Knüppel hier. Gut. Aue! Ich gehe ja schon wieder. Ey! Au! Ich hier wird scharf geschossen. Ich muss wieder weg. Tschüss! Scheiße, der hat noch eine Tür. Hilfe! Das ist einige Tür. Warum rennt er nicht so langsam? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach, wahrscheinlich, weil du alles. Du hast die linken Klamotten an, ja. Was muss ich denn eigentlich. Was muss ich denn eigentlich anziehen? Ich habe doch gar nicht so viele schwere Sachen. Naja, gut, doch. Mal bei. Also, alles, was Metall ist, ist natürlich schwer. Du bist ja wie ein Ritter. Ja. Ja, wenn du Beinschienen anhast, Handschuhe, Brustpanzer. Das ist alles Gewicht. Hallo, Tante. Komm ab im Kopf. Mann! Wie, was? Die lebt noch? Oh, schon wieder vorbei. Hä? 35 ist morgen schon wieder Tag. Krass. Ja, ja. Punkte, ja. Geil. Morgen ist schon wieder Horde da. Servus, Flauschi, werte Mitspieler und Chat. Moin, Partiga, moin, Zen. Moin. Moin, moin. Schönes Ziel für ein paar Bomben, die Villa von den beiden. Nein, nein, sowas mache ich nicht. Wir spielen hier miteinander, nicht gegeneinander. Also, außer H1 ist ein bisschen. Du willst ja mein Gebäude mal zeigen können, aber nein. Ja, da gehe ich doch gleich noch hin. Jetzt lass ich doch erstmal eben zum Händler laufen. Baumansammlung hier. So, also hier links, hinter den Bäumen, unter den Bäumen, da wohnt Jens. Irgendwie haben die Kiefern sich bei ihm sehr arg stark vermehrt. Ja, komisch. Der hat vielleicht weggehackt schon, aber noch mehr. Ja. Da wohnt Happy. Und hier, Alter. Übertriebener ging nicht, oder? Wieso übertrieben? Weißt du, der H1, ey. Also, ja, H1 musst du irgendwas kompensieren, sag mal? Nein! Ich habe nur eine Mauer gebaut. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, weißt du doch. Herrschaftszeiten. Weißt du, eine Mauer größer als das Haus? Vor allem, warum ist die Mauer so hoch? Oh, danke. Tschüss. Keine Ahnung, ich habe hochgebaut. Ich wusste ja nicht, wie hoch die sein müssen damit. Und dann dachte ich, baue ich da halt mal sowas.
Zwei hoch reichen. Also höher kommen die Zombies, glaube ich, nicht. Jetzt kommt sie definitiv nicht mehr ganz oben ran. Nee. Da dürfte selbst der Spucker nicht mehr hochkommen. Nicht mehr hinspucken können. So, das war, glaube ich, soweit, ne? Ja. Genau. Guck mal, was ich für dich hab. Guck mal, jetzt freue ich gleich. Ich will es einpacken, aber ich habe nichts zum Einpacken. Oh, nee, ich freue mich. Ist das eine was? Burg? Ja, ich habe keine Ahnung, was er eins davor hat. Ein Vega. Darth Vader. Wer von euch vier ist am höchsten mit dem Level und der Games-Tage? Oder der Game-Stage? So, nicht Games-Tage. Oben bei den Mannequins sehen. Coffee und Ingo. Spielstadium ist, Coffee und Ingo bei 76 und Level beide 32 und meine Wenigkeit 22. Spielstage 52 und H1, ja, Level 19 und 45.